Interesse an meine Karten? Am Ende des Videos wirst du informiert. Habe die Ehre. Grüße und herzlich willkommen zur neuen Tagesenergie am Montag, den 18. November. So, jetzt erstmal zur Vergangenheit. Am Samstag, weiß ich nicht, hat YouTube den Ton nicht hochgeladen. Meine Aufnahme hat Ton. Und ich höre ja bloß meine Aufnahme an und die ist mit Ton hoch. Ihr hattet keinen Ton. Habe aber gestern da rumgefummelt. Und vor lauter Rundfummeln ging dann wahrscheinlich gar nichts mehr. Ich habe gestern nichts hochgeladen bekommen. Immer wieder Unterbrechung. Also YouTube hat überhaupt nichts mehr genommen. Habe dann jetzt alles auf Null gestellt und nochmal gemacht und jetzt probiert. Und jetzt sollte es eigentlich wieder funktionieren. Also gestern war nichts. Aber naja, macht gar nichts. Dann machen wir jetzt erst die Tagesenergie, bevor wir die Wochenenergie machen. Also wir machen den Montag. Und wir sitzen im Haus. Menschen im Umfeld, also Familienhaus. Familie und Freundesbereich, sage ich jetzt mal. Also so enger. Wir haben einen aktiven Feld Plus. Wir haben die Vergangenheit. Wir haben die Erfüllung. Und wir haben Freude. Freunde. Das ist immer gern mehr Zoll. Also, hier kommt eine Erfüllung aus der Vergangenheit, von der Vergangenheit, mit der Vergangenheit, mit Freunden, mit Familie, weil in diesem Feld liegen wir. Ja, was einen aktiven Fluss hat, ich sage jetzt Geldfluss, er kann aber auch jeder andere Fluss sein, mit Liebe, Geborgenheit, Freundschaft und so weiter. Also hier lebt etwas Vergangenes neu auf oder wieder auf oder er blüht erst richtig, je nachdem wie man es sieht. Den aktiven Fluss haben wir vernachlässigt in der Vergangenheit. Also dieses Feld der Freunde, der Familie wurde vernachlässigt. Jetzt kommt hier eine Gruppe Menschen praktisch zurück, neu ins Feld. In der Vergangenheit haben wir den Spaß vergessen und war mehr in Unordnung, weil hier, das ist mitgekommen, weil hier ein Wissen war, was den Spaß oder die Freude im Bekanntenkreis, im Familienkreis mehr in den Hintergrund gerückt hat. Und jetzt kommt hier eine Kommunikation wieder von Geben und Nehmen, von Zuhören und Hören, die eine neue Ordnung bringt. Und das Wissen, warum alles so schief gelaufen ist, kommt eben mit. Und oben drüber kommt die Einschränkung. Und auf die Einschränkung wollen wir jetzt gleich nochmal eine legen, was die hier speziell zu bedeuten hat. Staatlich oder behördlich, sage ich jetzt mal. Wo ist mein Zauberstab denn? Also, diese Einschränkung ist uns vorgegeben worden, sage ich jetzt mal, und hat eigentlich in Freunde- und Familienkreis gegriffen, bis heute mehr oder weniger. Also wir haben die Freude in der Familie, den Spaß in der Familie immer mehr in die Vergangenheit gedrückt, haben ihn vernachlässigt, weil wir mehr Aufmerksamkeit, mehr Fokus auf den ganzen Wissen, auf das ganze Unordnung, was uns hier so gesagt wurde, gelegt haben. Das heißt also, wir sind mehr ins Außen gegangen, in das, was Radio, Fernsehen, Nachbar, der Onkel, der eigentlich in Alaska wohnt, was irgendwelche klugen Spezialisten erzählt haben und so. Da haben wir unseren Fokus hingelegt und nicht mehr auf unser eigenes kleines Umfeld, nicht auf unsere Freunde, nicht auf unsere Familie. Das heißt, wir haben den Informationen, den Wissen von außen mehr Wertigkeit gegeben, mehr Beachtung geschenkt, vielleicht auch mehr geglaubt, anstatt hier wieder in sich zu kommen, ins Innere zu kommen, in die Familie zu kommen. Was ist denn hier eigentlich Sache? Also das wurde in der Vergangenheit vernachlässigt und jetzt kommt es eben zurück, weil hier wirklich ein Austausch, ein neuer Austausch kommt, der aber auch diese Unordnung und den Herzschmerz aufdeckt, dass man darüber redet, dass man das aufarbeitet und hier wird in dem Fall das Offizielle eingeschränkt. In dem Fall wird das Offizielle eingeschränkt, also wir kommen mehr zurück zu uns. Das ist jetzt speziell für morgen, für Montag das Feld der Freundschaft, der Familie, dass man sich wieder näher kommt, dass man anfängt zu verstehen, warum und wieso hat der andere so gedacht, das gemacht oder es nicht gemacht, je nachdem was war. Man legt wieder mehr Wert auf das, was sehe ich wirklich in meinem Leben, was ist in meinem Leben wichtig und nicht, was findet der Nachbar oder der Herr
XY vom Behörde XY für wichtig. Wir kommen mehr zu uns und hier kommt eine neue Ordnung und natürlich eine Aufarbeitung, die dann wieder in die Freude münden darf, aber da muss man darüber über die Vergangenheit müssen wir reden und das kommt jetzt eben wieder ins Fließen, was in der Vergangenheit nicht war. So, das ist so die Tagesenergie, hier fängt zu fließen an, hier kommt aber auch die große Erfüllung, dass wir wieder zueinander finden. Und es ist egal, ob es ist Partnerschaft, Familie, Freundschaft oder Beruf oder Sport oder sonst irgendwas ist. Also es ist eigentlich in allen Bereichen. Melde ich jetzt zu Ende. Wir kommen zum Energetischen und da mag ich jetzt erstmal hineinschauen. Also ich brauche die Energie vom Montag, den 18. November, bitte. Ich sehe hier lauter, was sehe ich denn da? Ja, ich sagte jetzt erstmal Gras, aber die stehen, die sind, diese Halme sind kerzengerade und bewegen sich nicht und schauen eher aus wie Drähte, die da aus dem Boden kommen. Die sind alle gleich groß, aber grün. Okay, sind eher Funkmasten, aber grüne Funkmasten. Da schaut der Kupferdraht oben draus. Okay, aber irgendwas kriegen die irgendwie Strom. Okay. Was bedeutet das für den Menschen? Ein Beispiel bitte. Also, mein Mannschka läuft hier rum und hat auf seinem Kopf praktisch eine Antenne, die so empfängt und aussendet. Das können Sie sich ja vorstellen, wie so ein Radarding, was über so Kreise macht und empfängt und versendet. So zeigt er mir das. Und so geht er auch spazieren in seinem Park. Aber das ist heute kein Park, das ist eher ein Wald. Okay, der geht im Wald spazieren. Okay, er empfängt jetzt auch im Wald, wo er normalerweise nicht empfängt. Okay, also wir bekommen Energien, die stärker sind, die ausgerichtet sind, auch dorthin, wo normalerweise jemand nichts empfängt. Sprich auch die Menschen, die jetzt nicht energetisch, spirituell, intuitiv oder so handeln und fühlen, bekommen jetzt auch, also die kann man eigentlich nicht verdrängen, die gehen bis in den tiefen Wald rein, wo normalerweise kein Funksignal ist. So wird das dargestellt wie als Funksignal, du erhältst jetzt überall das Funksignal. Okay, was ergibt sich daraus bitte? Jetzt kommt ein Schubkarren. Ah, okay. Der hat einen Schubkarren und hat da lauter Leichen drin. Entschuldigung, so ist es. Und die fährt er weg. Also die Leichen werden sichtbar. Das heißt, wir bekommen hier Infos, Wissen über vergangene Leichen, über vergangene Unordnung, die nie zu sehen war. Die Hintergründe. Und die Leichen werden aufgetürmt. Für alle sichtbar. Und ich bekomme jetzt die Nachricht, sehe, was wirklich ist. Also, bedeutet, diese Energien, die wir bekommen am Montag und plus minus, weißt du ja, 3, 5 Tage, was weiß ich, decken jetzt die Leichen im Keller auf. Das heißt, auch das, was du unter den Teppich gekehrt hast, was du nicht sehen wolltest, auch deine eigenen Fehler, die Fehler anderen und so weiter. Was in der Vergangenheit schiefgelaufen ist, die werden jetzt sichtbar, die werden jetzt mit Schubkarren praktisch in die Öffentlichkeit gebracht, dass sie jeder sehen kann. Also wir werden praktisch noch viel mehr Blödsinn erfahren, was gelaufen ist. Okay, und ich sehe jetzt ich sehe halt einen Leichenturm, ich konnte mich auch nicht erinnern. Und da stehen jetzt ganz viele Menschen rundum und gucken die an, schütteln alle den Kopf. Unterhalten sich. Okay, und jetzt geben sie sich alle die Hand, machen so einen Kreis rundherum und fangen an, sich hin und her zu wiegen. Okay. Und das bedeutet bitte? Okay, da kommt erstmal ein Selbstmitleid. Oh, ich armes Opfer, ich kann da gar nichts tun. Aber aus diesen Opferhaltung wird eine Gemeinschaft, die anfängt, das aufzuarbeiten, das. Ich will nicht sagen, schönreden, das stimmt nicht. Was ist das?
das abzutragen. Ah, okay. Also, die Menschen energetisch fallen durch diese Energie, und zwar, ich glaube, das ist bestimmt mehr gemünzt auf die Menschen, die da bis jetzt im Wald waren und kein Funksignal empfangen haben, aber natürlich auch auf alle, die jetzt hier vor diesen Leichenbergen stehen, die sie immer mehr und mehr sehen, die können jetzt nicht mehr wegschauen und kommen erstmal in eine Opferhaltung. Und dann geben sie sich die Hand. Also erst sind sie ganz verdutzt und wissen nicht, was machen sollen. Und ich habe eigentlich erwartet, dass die weggehen, sind aber nicht weggegangen. Und haben sich dann die Hand gegeben. Das heißt, aus dieser Opferhaltung wird eine Gemeinschaft, die sich gegenseitig stärken. Und durch dieses gegenseitig Stärken und endlich Hinsehen wird dieser Leichenturm auch immer kleiner. Es wird verarbeitet. Okay. Also, und das hat auch energetisch viel mit dir zu tun, sprich auch die Leichen, die du energetisch, spirituell, Vergangenheit und so weiter, psychologisch unterm Teppich gekehrt hat, auch die kommen jetzt raus. Die müssen angesehen werden. Also es kann sein, bloß als Beispiel, dass dir auf einmal wieder, keine Ahnung, ein ganz blöder Zwischenfall mit deinem Papa einfällt, der dich nicht mehr loslässt, den du weitestgehend verdrängt hast, und jetzt kommt er immer wieder, jetzt musst du hinschauen. Oder dein Freund ist dir fremd gegangen vor 5 Jahren, das ist schon lange abgehakt für dich, aber du hast es nie aufgearbeitet. Auch dieses Gefühl kommt wieder. Also hier sowas, solche Gefühle kommen hoch, um gesehen zu werden, um verarbeitet zu werden. Und hier kommt wirklich erstmal die Opferhaltung. Also das kannst du wirklich in Weinen, ich armes Menschlein gehen. Das ist ja auch der Grund, warum du es nicht angesehen hast. Du wirst da reinfallen oder du wirst es kurzzeitig mal so empfinden. Dann kommt also aber aus dieser Opferhaltung kommt dann diese Stärke nach oben und bringt dir ein Austausch mit neuen Energien, die schon immer da waren, die wir aber vernachlässigt haben. Also du darfst die alten Energien, die Unordnung in dein Leben waren, die verhindert haben, dass du aus irgendwelchen Gründen Freude und Spaß hattest. Über das wirst du das Wissen erlangen, und es wird dein Freund sein. Auch dieses Wissen, auch diese Vergangenheit ist dein Freund. In dem Fall, weil du die Unordnung endlich siehst. Und du kannst von dieser Unordnung der Vergangenheit jetzt in die Zukunft gehen. Die Erfüllung bringt eben mit aufgearbeiteten Tönen, denn das ist die Aufarbeitung. Dann kannst du hier den Kummer und Schmerz vernachlässigen. Du arbeitest auf. Hier ist ein Datentausch, Austausch, der sehr erfolgreich ist, eine Verarbeitung, und kommst eben wieder in den Spaß. Und da ist es jetzt völlig egal, um was es geht. Okay. Gibt es dazu noch irgendwas zu sagen? Das ist eine schlaue Idee, das jetzt zu tun, okay? Okay, ja, das ist jetzt so Rat für alle. Es ist eine schlaue Idee, es jetzt zu tun. Umso weiter du das nach hinten schiebst, umso tiefgreifender wird das, umso schwerer wird es für dich. Also wenn du jetzt irgendwo mir zuhörst und irgendwo merkst, es kommt irgendein Störfeld, sprich eine Erinnerung der Vergangenheit, ein Gefühl der Vergangenheit zurück. Hinschauen, jetzt hinschauen. Denn jetzt lässt sich es relativ schnell aufarbeiten. Wenn du es wieder verdrängst, wird es schlimmer. Das ist so der Rat, dem ja hier gegeben wurde. Gut, lassen wir es dahingestellt. Und hier haben wir ja Menschen im Umfeld und Familie. Das heißt, hier dreht sich ganz viel um Menschen, Umfeld und Familie. Energetisch, oder wenn du jetzt ganz für dich psychologisch energetisch, heißt das, Menschen, Umfeld, Familie heißt einfach deine eigenen Aspekte. Wie stehst du eigentlich zu deinem weiblichen Aspekt? Wie stehst du zu deinem männlichen Aspekt? Wie stehst du zu deiner eigenen Vergangenheit? Also, welche Felder sind in dir noch, die jetzt gesehen werden wollen? Also, das ist also, grundsätzlich geht es immer darum, welche Felder sind in dir noch vernachlässigt, welche hast du nicht angesehen, die jetzt aufgearbeitet werden wollen. Hier eine neue Ordnung sich einschleicht. Und diese alte offizielle Ordnung, was halt energetisch auch heißt, die alten Beschreibungen, diese alten Filter, durch die ich gesehen habe, sollen eingeschränkt werden. Jetzt dürfen neue fließen und die Vergangenheit darf aufgearbeitet werden. Und das geht's hier. Gut, lassen wir das mal so stehen. Ist eine sehr hilfreiche Energie,
Natürlich musst du was tun. Ja, es ist nicht mehr ganz einfach. Und für einen ist es schwerer, für die anderen ist es leichter. Da gibt es jetzt kein gut oder schlecht. Es kommt immer auf dich drauf an und auf deine Themenfelder. Und wie mir die energetische Forscher gezeigt hat, das ist eine ziemlich starre Energie. Also ich sage ja lauter grüne, ich sage mal Drähte, die jetzt empfangen. Die wiegen weder im Wind, die beschwichtigen nicht, die verstecken nicht, die sind einfach da. Es ist einfach. Und das ist das, was ich dir oder was man uns auch mitgibt. Es ist jetzt einfach. Nimm es einfach an und tu das, was jetzt zu tun ist. In diesem Sinne, mein Lieben, wünsche ich euch einen wunderschönen Montag. Habe die Ehre. Grüße. Meine Karten sind nun endlich fertig. Und da ich immer wieder gefragt werde, ja, man kann sie auch kaufen. Ich habe da eine Kleinauflage machen lassen. Und im Kartendeck sind, hier steht 115 Karten, stimmt aber nicht, es sind 117 Karten, denn ich habe drei Leerkarten mitmachen lassen, das ist die Schachtel von mir, dass ihr eure eigenen Beschriftungen, wenn ihr mehr Kinder habt, Opa oder drauf machen wollt, dabei habt. Also sind es 117 Karten und kosten 59 Euro. Ich blende jetzt hier irgendwo meine E-Mail-Adresse ein und auch den Preis und möchte euch ganz kurz, für die, die es nicht wissen, diese Rückseite mal ganz kurz vorlesen, dauert gar nicht lang. Nur dass ihr wisst, was ich damit meine. Du kannst auf üblicher Weise Karten lehnen und schauen, was dich in der Zukunft erwarten könnte, weil du der Gestalter deines Lebens bist. Du kannst aber auch herausfinden, warum die Zukunft sich nicht so zeigt, wie du gerne möchtest. Du kannst lernen, was du ändern musst, um das gewünschte Ergebnis im Leben zu erreichen. Dieses Kartendeck ist entwickelt, um auf leichte Art zu erkennen, warum das Leben nicht wunderschön ist. Sie zeigt dir, wohin du schauen musst, was du ändern musst, darfst, in dir, um deinen Weg zu gehen. Der Weg deines Lebens, der erfüllend und glücklich ist. Denn das ist meines Erachtens der Sinn des Lebens. Ein Leben, in dem du lernen und lehren kannst. Auf diesen Weg, auf dessen Weg die Sonne scheint. Natürlich wird es ab und zu mal regnen, aber das vergeht sehr schnell wieder. Und alles blüht danach noch schön und üppiger. Ich sage, das Leben ist ein Ponyhof. Lerne es zu leben. Das ist das, was auf der Rückseite steht und das sind meine eigenen Worte und auch das, was ich mit diesen Karten ausdrücken will, machen wollte. Mit diesen Karten kannst du wirklich dein Leben in den Griff bekommen, weil sie dir wirklich zeigen, wo du hinschauen musst und wie du es machen kannst. Ich erstelle ein Video, da ist nämlich kein Buch dabei, also keine Anleitung dabei, sie brauchen keine Anleitung und vor allem wäre so eine Anleitung oder ein kleines Buch noch viel, viel teurer geworden und darum mache ich das online. Ich bin gerade dabei, jede einzelne Karte zu benennen, jede einzelne Karte zu zeigen, in einer Dreierlegung, in einer Neunerlegung, wie man sie kombinieren kann, was daraus zu deuten ist, fürs Leben, aber auch für die Energien. Und das ist eben ganz wichtig, wenn du damit arbeiten willst und rausfinden willst, wo muss ich denn hinschauen, warum klappt es mit dem Geld nicht. Und da kann ich dir versprechen, sie können wirklich, wirklich helfen. Und wenn ich alle Karten durch habe, wird so in 2 Wochen so sein, kriegst du auch den Link dazu. Da kannst du dann wirklich einzeln jede Karte anklicken und dir das anschauen. Und danach werde ich dann ein großes Video machen mit all meinen Legesystemen und die sind zu 95% meine eigenen Systeme, die ich dir alle vorstellen werde und auch sagen werde, wie du damit arbeiten kannst, für dich selbst oder für andere, wie du es halt möchtest. Und ich kann bloß sagen, meine Karten haben mir unwahrscheinlich geholfen und helfen immer noch. Du musst nicht, du darfst gerne und in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Habe die Ehre.